Am 11. November jährt sich zum 100. Mal das Ende des Ersten Weltkriegs. Der Jahrestag des Waffenstillstandes wird in den Staaten der Alliierten groß gefeiert. In Deutschland spielt das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs wie überhaupt das Gedenken an 100 Jahre Erster Weltkrieg in den vergangenen 4 Jahren kaum eine Rolle. Warum? Wir wollen dieser Frage nachgehen und sind mit Dr. Arnulf Skriba vom Deutschen Historischen Museum in Berlin verbunden. Guten Tag, Dr. Skriba. Guten Tag. Warum ist der 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkriegs in Deutschland kein Tag zum Feiern? Na, sicherlich erstmal gibt es einen großen Unterschied zwischen den Siegermächten, die eben den Sieg in diesem Krieg feiern, und einem Land wie Deutschland, was ja diesen Krieg mit vielen, vielen Millionen Toten in ganz Europa verloren hat. Bei uns hier in Deutschland spielt der 11. November tatsächlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle nur, weil er ein wenig verdrängt wird, nämlich von einem Jahrestag, der 2 Tage vorher stattgefunden hat. Und da gedenken wir oder beziehungsweise feiern wir auch eigentlich die Gründung der ersten demokratischen Republik und die sogenannte Weimarer Republik mit ihrem parlamentarischen System und der parlamentarischen Demokratie. Nun ja, Sie haben gesagt, wir feiern nicht, weil es ein verlorener Krieg ist. Der Zweite Weltkrieg ging ja auch verloren, aber an den erinnert man sich eigentlich viel stärker, obwohl er die viel schmachvollere Niederlage beinhaltet. Das ist richtig. Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg steht ganz klar im Schatten des Gedenkens an den Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise auch an die Aufarbeitung dieses Zweiten Weltkrieges mit all seinen Begleiterscheinungen, hier vor allem natürlich an den Völkermord an den europäischen Juden. Das Gedenken an den Ersten Weltkrieg war demgegenüber lange Zeit in Deutschland sehr in den Hintergrund gerückt. Und eigentlich erst aufgrund des 100. Jahrestages, des Beginn des Ersten Weltkrieges 2014, wo hier auch in Deutschland sehr viele Ausstellungen zu stattgefunden haben, unter anderem auch hier im Deutschen Historischen Museum, hat es erst wieder ja, wenn man so möchte, eine Wiederentdeckung dieses Ersten Weltkrieges gegeben und auch eine Wiederentdeckung der Folgen des Ersten Weltkrieges. Würden Sie sagen, der Erste Weltkrieg ist für die Menschen in Deutschland relevant geworden? Er ist relevant geworden aufgrund seiner Folgen. Und diese Folgen im positiven Sinne waren eben, wie gesagt, die Gründung einer demokratischen Republik. Aber wir sehen eben auch die Folgen hinsichtlich ganz Europas mit neuen Nationalstaaten, die entstanden sind, souveräne Staaten, die neu entstanden sind. Und hier fragen wir uns natürlich auch, was waren die Folgen eben dieses Krieges hinsichtlich einer neuen Landkarte in Europa? Und jenseits des Politischen, was bedeutete er oder bedeutet der Krieg heute für die Menschen in Deutschland? Leider sehr, sehr wenig. Die Toten des Ersten Weltkrieges, die vielen Millionen Soldaten, die gestorben sind auf den Schlachtfeldern, aber auch die zivilen Opfer, die dieser Erste Weltkrieg in Deutschland gefordert hat, die sind weitgehend in Vergessenheit geraten, weil es eben die Generation, es ist die Urgroßvätergeneration oder die Urgroßeltern beziehungsweise Ur-Urgroßelterngeneration schon, wo es keine persönlichen Erinnerungen mehr dran gibt. Also das ist sehr in Vergessenheit geraten. Man muss auch berücksichtigen, der Erste Weltkrieg hat auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland überhaupt nicht stattgefunden. Es gibt also fast nirgendwo ja Orte des Erinnerns, authentische Orte des Erinnerns, ganz anders als in Frankreich, in Nordfrankreich oder auch in Belgien, wo die ganze Landschaft sozusagen oder die ganze Gegend überall durch Memorials, durch Soldatenfriedhöfe, wo diese Erinnerung wachgehalten wird. Das existiert heute in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Was können wir aus dem Ersten Weltkrieg lernen? Für mich persönlich ist es immer sehr interessant, dass im Vorfeld des Ersten Weltkrieges, also um 1911, 12, 13, viele, viele Menschen in ganz Europa überzeugt waren, dass es nie wieder zu einem großen europäischen Krieg kommen kann. Unter anderem hervorgerufen durch das Buch von Norman Engel, The Great Illusion, was 1910 veröffentlicht worden ist. Und er beschreibt eigentlich in diesem Buch diese komplette globale Vernetzung, die es gegeben hat.
der Wirtschaft, der Finanzmärkte, aber auch eines Kulturaustausches. Und wie er waren viele, viele Millionen Menschen in Europa, in Deutschland auch davon überzeugt, es wird nie wieder zu einem Krieg kommen können, denn eben die Wirtschaft, die Finanzmärkte werden dies nicht zulassen. Ich glaube, das sollte uns heutzutage eine Warnung sein in einem Zeitalter, wo auch wir in Europa grundsätzlich denken, dass es nie wieder zu einem Krieg kommen kann. Und ja, das sollte durchaus auch eine Warnung sein. Nun bieten sich Jahrestage auch an, sie zu organisieren als Events mit Veranstaltungen, aus denen man diese Lehren einer breiteren Öffentlichkeit rüberbringt. Das ist richtig. In Deutschland finden sehr, sehr viele Ausstellungen auch zum Kriegsende statt. Vor allem an Orten, von denen dann die Revolution 1918, 19 ausgegangen ist. Also in Kiel, in Wilhelmshaven finden Ausstellungen eben zu diesen revolutionären Ereignissen statt, die ja dann zur Gründung letztendlich auch oder zum Sturz der Monarchie und dann zur Gründung der Republik geführt haben. Und auch wir hier im Deutschen Historischen Museum werden im nächsten Jahr, im April 2019, eine Ausstellung zeigen zur Weimarer Republik beziehungsweise zur Demokratie in der Weimarer Republik, um damit noch einmal zu unterstützen, welche Errungenschaft eigentlich 1919 aus dieser politischen Situation hervorgegangen ist. Nun haben Sie schon angesprochen, 2 Tage vor dem Kriegsende ging das Kaiserreich zu Ende, die Republik wurde ausgerufen. Wenn ich jetzt den deutschen Bündnispartner Österreich-Ungarn, die K&K-Monarchie, vergleiche mit Deutschland oder die Nachfolgestaaten, dann feiert Österreich 100 Jahre Republik stärker, als Deutschland 100 Jahre Republik feiert. Wie erklären Sie sich, dass auch das Gedenken an 100 Jahre Republik nicht sehr ausgeprägt ist in Deutschland? Naja, bei der Weimarer Republik spielt natürlich immer eine große Rolle, dass diese demokratische Republik nur 14 Jahre Bestand hatte. Bei der Weimarer Republik und auch bei der Gründung dieser parlamentarischen Demokratie ist immer sozusagen das Damoklesschwert schwingt schon über den Köpfen, dass diese Republik eben 14 Jahre später, wenn man so möchte, gescheitert ist. Und die Gegner dieser Republik eigentlich dann die Oberhand gewonnen hatten und diese Demokratie dann in eine schreckliche Diktatur überführt haben. Also das kann man eigentlich nicht getrennt voneinander sehen, auch im Gedenken an die Gründung der Weimarer Republik. Dr. Skriba, vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr.